Ja, hallo zusammen und willkommen bei Data Unity. In dieser Reihe geht es um das Thema REST API und Power BI und in diesem Video möchte ich auf das Veröffentlichen solcher Power BI Datasets im Webservice eingehen und mögliche Probleme und wie man sie beseitigt. Aus dem dritten Video habe ich hier diese Datei fertiggestellt mit Debitoren und offenen Posten. Heißt also, ich habe zwei REST APIs verwendet, um zunächst die Debitoren abzurufen und dann die offenen Posten. Und die offenen Posten habe ich dann als Funktion aus der Tabelle der Debitoren abgerufen. Wenn wir so etwas tun und dann das Ganze im Service veröffentlichen, gibt es manchmal hier eine etwas seltsame Fehlermeldung. Die Aktualisierung kann gar nicht geplant werden. Es gibt auch gar keine Möglichkeit, Zugangsdaten einzugeben. Wenn ich hier nochmal das anklicke, dann umfasst eine dynamische Datenquelle. Dynamische Datenquellen werden nicht unterstützt. Ja, das ist natürlich schade. Und was ist eigentlich eine dynamische Datenquelle in diesem Fall? Eine dynamische Datenquelle ist eine Datenquelle, die durch die URL eben nicht öffentlich im Zugriff ist. Also wir haben hier bei den Debitoren, das ist einfach eine normale Abruf-URL. Also die ist in Ordnung, die ist zwar jetzt auch nicht öffentlich, aber wenn wir das anonym machen und hier die Zugangsdaten durchschleusen, funktioniert das. Wenn wir aber bei den offenen Posten hier reinschauen, da haben wir einen Link, der direkt hier noch ein Parameter sich mit dazu zieht und damit hat Power BI ein Problem im Service und aktualisiert nicht. Dafür gibt es aber zum Glück eine einfache Lösung und das sind nur ein paar Zeilen Code. Wir brauchen dafür wieder den Blog vom Oscar Martinez. Und zwar gibt es hier innerhalb des Abrufs die Möglichkeit, hier über Relative Path einen Teil der URL auszulagern. Eben in den Abruf an sich und eben nicht mehr in die URL. Und das tun wir jetzt. Das Ganze geschieht vor den Headers hier. Und ich nehme mir alles, was hier dynamisch ist. Kopiere das weg und füge das dann hier ein. Jetzt haben wir im Grunde dieselbe URL, nur verteilt auf zwei Bereiche. Und wenn wir das jetzt speichern und veröffentlichen, da habe ich mal was vorbereitet. Wenn ich dann jetzt hier reinschaue, dann ist die Fehlermeldung eben nicht mehr da. Und stattdessen sind hier die Fehlermeldungen, dass die Anmeldeinformationen fehlen, das kann uns aber egal sein. Wichtig hier, Testverbindung sollte immer übersprungen werden, wenn wir über den Code irgendwelche Header als Authentifizierung mit reinbringen, denn sonst läuft das garantiert auf einen Fehler. Aber anonym funktioniert das und wir können eben die Aktualisierung hier einstellen. Die Aktualisierung funktioniert auch. Also es klappt, wir dürfen eben nur keine relativen URLs, die irgendwie abhängig von Parametern sind, direkt in der eigentlichen URL haben. Ja, ich hoffe, dieser kleine Tipp hilft euch, wenn ihr mit REST APIs und Power BI arbeitet und wenn ihr noch weitere Probleme habt, gebt einfach Bescheid. Es gibt auch einen spannenden Blogpost von Chris Webb dazu und ich werde auch noch weitere Videos zum Thema machen, was alles noch mit der REST API und Power BI möglich ist.